Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir ein Fullface Catrice, denn ich habe jetzt ja schon einige Fullface One-Brand-Geschichten geschminkt und jetzt ist Catrice an der Reihe, was ganz gut passt, weil so ein paar Produkte sind ja auch neu im Sortiment eingezogen und auch schon hier bei mir. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt die Produkte schon online bei DM und Rossmann, auch schon bei Catrice im Online-Store, aber ich habe auch gesehen, dass es auch schon Aufsteller von Catrice bei DM und bei Rossmann gibt. Und die kommen jetzt auch nach und nach sowohl bei Cosmetic for Less rein, wo ihr mit Claudi 15 auch immer sparen könnt. Ich glaube nicht auf Catrice, aber auf andere Marken. Bei Purish werden die auch noch reinkommen, bei Douglas werden die reinkommen und. Ich setze euch die Produkte, soweit ich sie finde, unten in die Infobox. Und ich starte einfach mal damit, dass ich mein Gesicht hydratisiere. Ich habe eben schon ein paar Stunden her, deswegen die Gesichtspflege ist auch ganz gut eingezogen. Aber ich gebe mir jetzt hier nochmal das Hyaluronic Face Mist drüber. Denn eigentlich ist es auch dafür gedacht, um quasi vor dem Schminken nochmal so eine Art Refreshment zu geben. Und der Sprühkopf ist wirklich gut, also kann man machen. Damit kannst du sicherlich auch deine cremigen Texturen setten, aber so ist es oft einfacher tatsächlich weitere Sachen aufs Gesicht zu geben, wenn du halt nicht dieses komplette Bare Skin hast. Ne? Das ist ein neues Produkt, habe ich schon in einem Video auch mit euch zusammen ausprobiert. Das ist dieser Skin Glaze Primer. Ich finde, mit seinen 15 Millilitern ist hier ganz schön wenig drin. Das heißt, da sieht man richtig, wie die Preise auch angezogen sind, ne? Oder angezogen wurden. Aber ich finde den sehr schön. Das ist halt ein sehr flüssiges Produkt, was man echt schön so tragen kann. Ich habe in anderen Videos gesehen, dass da auch wirklich Schimmer mit drin ist und dass man das auf dem Gesicht gesehen hat. Ich sehe bei mir halt wirklich nur Feuchtigkeit und Glow. Und ich habe den eben geschüttelt. Also da müsste das dann ja auch quasi schon hier mit drin sein. Aber nö, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es einfach ein hydratisierender, angenehmer Primer ist. Ich finde den schön und habe da auch nicht die Probleme mit dem Glow. Vielleicht liegt es daran, dass ich so einen kühlen, neutralen Hautunterton habe und man das dann nicht so sieht, weiß ich nicht. Ja, aber ich finde den sehr klasse, mag ich gerne leiden. Bin auch gespannt, bei welchen der Produkten aus dem neuen Sortiment das so passieren wird wie mit dem Under Eye Brightener. Der ist nämlich beim letzten Catrice-Sortiment rausgekommen und war ja ständig ausverkauft. Ne? Ja, es ist die Farbe Light Rose und man braucht hier wirklich nur sehr, sehr wenig von. Kann man mit den Fingern machen, kann man aber auch mit dem Pinsel auftragen. Und ich nehme mir auch ein bisschen was einfach hier mit dem Pinsel direkt raus und gebe das dann wirklich auf meine Verfärbungen. Ja, ich habe relativ wenig Schlaf, dementsprechend ja, habe ich dann auch meine Augenschatten. Und da trägt man, genauso wie bei diesem Becker Under Eye Brightening Corrector, auch nicht zu viel auf. Und das kannst du halt auch super im Alltag tragen. Ne? Das ist eine ganz praktische Sache. Das ist nicht dafür gedacht, um zu concealen, also dass du halt wirklich damit dann auch hier irgendwie Unreinheiten oder so abdeckst, sondern wirklich, damit du mehr Strahlkraft unter der Augenpartie halt hast. Und das mag ich. So habe ich jetzt einfach mal meine dunklen Augenringe etwas ja, aufgehellt. Als nächstes habe ich hier dieses Tinted Serum Foundation Produkt in der Farbe 001N. Das ist sehr, sehr hell. Aber wir haben hier auch gar nicht so eine mega krasse Deckkraft. Das heißt, ich werde jetzt nicht so hell werden, wobei die Farbe mir auch eigentlich ganz gut passt aktuell. Und ja, das ist eine ganz entspannte Kiste. Da haben wir eine Pipette mit dabei und das trage ich mir auf mein Gesicht direkt auf. Und das lässt sich auch ein ganz kleines bisschen aufbauen, hat aber insgesamt eine recht zurückhaltende Deckkraft. Ne? Ich nehme jetzt hier ein Schwämmchen und arbeite das damit direkt mal in die Haut ein. Und da seht ihr auch, es ist super flüssig und leicht. Und ich mag das ganz gerne eigentlich. Also man sieht auch, dass es nicht so Full Coverage ist, so gar nicht. Es hat halt eine leichte Deckkraft, aber es gleicht so ein bisschen an, sodass die Haut etwas ruhiger aussieht. Ne? Könnte so im Alltag auch eine ganz gute Geschichte sein. Also ich mag die Foundation, ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ich glaube, letztes Jahr ist auch ungefähr jeder mit einer Tinted Foundation oder mit einem Tinted Serum rausgekommen. Natürlich dann auch Catrice. Ich würde sagen, dass das auch wirklich ja, für den Alltag von der Deckkraft her reichen würde. Ich möchte es aber schon ein bisschen aufgebaut haben, ne? Das heißt, ich gebe mir jetzt einfach mal ganz entspannt noch eine Pipette auf mein Gesicht. Aber das wirkliche Abdecken von Unreinheiten oder sonst irgendwas überlassen wir natürlich gleich lieber dem Concealer. Denn ja, das hier soll eigentlich eher so eine ausgleichende Geschichte sein und das macht die Foundation auch wirklich klasse, finde ich persönlich. Wer eine höhere Deckkraft bei der Foundation haben möchte, könnte sich definitiv diese HD Coverage Foundation anschauen. Ne? Das hier ist halt wirklich eher so die leichte Variante, aber ich finde, dass sie mit meiner trockenen Haut sehr gut funktioniert. Ich sehe jetzt ein bisschen im Display aus wie ein Geist, aber damit kommen wir klar, denn das ist jetzt ja auch erstmal nur die
Basis von dem Ganzen. Um jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Stellen auszugleichen, verwende ich einen Concealer, der jetzt leider ein bisschen dunkler ist als die Foundation. Das ist der Cover and Care Sensitive Concealer und ich habe ihn in der Farbe 010C. Ja, wir sehen direkt, da ist jetzt unbedingt, also da ist jetzt, also das ist halt also eher so ein dunklerer Concealer, ne? Genau, den trage ich mir unter den Augen auf. Und arbeite den erstmal mit dem Schwämmchen ein und dann kommt er gleich auch auf irgendwelche Rötungen und so weiter. Aber der ist halt farblich ein bisschen dunkel, ne? Dadurch sehen die Augen aber auf jeden Fall schon mal direkt wacher aus, ne? Ja, ich sehe nicht mehr ganz so müde aus. Das ist auch mal positiv. Wenn man nur 5 Stunden Schlaf hatte, dann kann man das sehr gut gebrauchen, sich mal etwas mehr Deckkraft um die Augenpartie aufzutragen. Und ja, irgendwie möchte meine Kamera die ganze Zeit dieses Licht fokussieren. Ich sehe das nämlich im Display, dass hier die ganze Zeit dieser Fokus dahin geht. Deswegen für... Nee, danke. Ich muss dann immer so ein bisschen wuseln und meine Kamera austricksen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie muss ich mich noch ein bisschen mit ihr anfreunden. Ich habe die ja noch gar nicht so ultra lange. Die hatte mir Nicole Chiquitas Place ja empfohlen. Aber der hat eigentlich auch schon eine ganz gute Deckkraft. Ne? Man muss halt wirklich mit der Farbe ein bisschen aufpassen. Aber es geht. Es geht. Ja, ja. Wir kriegen das schon hin. Wir haben jetzt auch immer mehr die Möglichkeit, eben Creamy Textures von Catrice zu verwenden. Das heißt, da habe ich gleich auch noch echt spannende Sachen. Wobei ich sagen muss, dass mir diese Face-Palette, die jetzt neu im Standardsortiment haben, die habe ich direkt aussortiert, weil ich sie leider echt nicht so gerne mochte. Da habe ich echt andere Sachen, die schon einfach da waren bei Catrice, die ich einfach präferiere. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, diesen Waterproof Eyeshadow Primer von Catrice. Ist halt der einzige, den ich habe, ne? Und ich weiß nicht, ob der überhaupt noch gut ist. Ja, der ist noch gut, den kann ich wohl noch nehmen und genau, den nehme ich jetzt erstmal, um meine Lider zu, ja, ein bisschen zu prime. Aber ich habe gleich auf jeden Fall noch vor, mit diesem aufregenden Ding mir dann auch eine Cut Crease zu ziehen und so. Und da werde ich richtig fancy pansy heute, ich sag's euch Leute. Und diesen Lidschattenprimer finde ich solide, aber es ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, den braucht man jetzt unbedingt. Der hat eine leichte Färbung mit dabei, er ist halt okay. Aber jetzt nicht überragend, ne? Tja, ich weiß jetzt nicht, welchen von beiden ich lieber verwenden möchte. Entweder diesen Magic Shaper Contour and Glow Stick. Fokus, hallo, danke. Wie der einfach hier mitgegangen ist. Oder dieses Melting Sun Cream Bronzer Produkt. Ich glaube, ich verwende einfach mal beide. Dass wir auch beide einfach mal auf dem Gesicht sehen. Ich komme hier mit diesem hinteren, da muss ich nichts mit anfangen. Das ist nicht so meine Welt. Aber dieser Stick hier, den finde ich ganz schön. Also der macht auch gut was. Damit kann man gut arbeiten. Der lässt sich halt wirklich schön auftragen. Also der Produkt, genau, der das Cream-Produkt. Und das blende ich mir jetzt einfach mal mit meinem Foundation-Pinsel ein. Das ist, also die Pinsel, die ich jetzt hier verwende, sind auch von Catrice. Die sind aber alle irgendwie aus Limited Editions. Das heißt, die wird es so wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen geben. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, euch die groß zu zeigen. Ich kann euch nur sagen, dass in den Limited Editions von Catrice einfach auch sehr, sehr schöne Pinsel zu finden sind. Ne? Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und hier haben wir halt wirklich eine leichte Kontur. Aber sie ist vorhanden und ich mag auch die Farbe sehr gerne. Die passt halt wirklich gut bei mir und deswegen ist es wirklich ein sehr empfehlenswertes Produkt. Ich habe den auch in einer kühlen Farbe. Wie ist denn hier die Nuance? Ich glaube, der hat gar keine unterschiedlichen Farben, oder doch? 010 Light habe ich hier, genau. Und auf der anderen Seite verwende ich dann den Melted Sun Cream Bronzer, den ich auch sehr, sehr schön finde. Man muss hier immer ein bisschen aufpassen. Die Oberfläche trocknet nämlich schnell an. Muss man ein bisschen dann rühren, dass man die obere... Genau, die Oberfläche halt dann so ein bisschen wieder cremig macht, ne? Also nicht wundern. Das passiert, also ich würde einfach sagen, die haben beim Verpackungsdesign nicht so aufgepasst, dass das Ganze dann luftdicht schließt. Und nehme dann hier auch wieder meinen Pinsel, den ich für die andere Seite auch verwendet habe. Hier kriegt man sehr, sehr viel Produkt, wenn man auch nur leicht reindippt. Das heißt, ne, aufpassen. Also hier kann man auch schnell zu viel Produkt auf dem Gesicht bekommen. Aber es lässt sich halt schön ausblenden und das mag ich. Ne? Also das funktioniert auf jeden Fall ganz gut bei mir. Ich persönlich präferiere halt diesen Contour-Stick, weil der für mich einfach leichter zu handhaben ist und ich da auch nicht das Problem habe, dass mir die Oberfläche halt ständig antrocknet. Das heißt, da musst du dann halt auch nicht so viel Produkt verschwenden, wie das halt bei dem hier der Fall ist. Ne? Ja, denn im Prinzip, wenn ich den 2-3 Tage nicht verwende, trocknet die Oberfläche an. Dann musst du die Oberfläche schon wieder sauber machen und so. Das ist natürlich dann auch irgendwie uncool, aber du hast ja auch recht viel Produkt drin, ne? Beach Babe 20 habe ich übrigens als Farbe. Hier sind nämlich 9 Gramm drin und hier haben wir auch 9 Gramm, aber halt verteilt auf 2 Sticks. Also da muss man dann einfach gucken. Also ja. Noch ein Stick-Produkt ist hier dieser Blush, der ist auch letztes Mal mit reingekommen. Cheek Lift Face Stick in der Farbe 020 Techno Pink. Ne? Der hat schon
Kabitjes dahinter. Achso, lässt sich recht langsam hochdrehen und ist sehr klapprig. Genau, da war was. Da würde ich jetzt nicht direkt mit dem Stick ins Gesicht gehen, sondern empfehlen einfach hier mit dem Pinsel, weil guckt euch mal an, wie intensiv der abgeht, ne? Und dann entweder direkt aufs Gesicht auftragen oder erst am Handrücken ein bisschen abschwächen. Ho, ich hab's auch in letzter Zeit, ne? Dass ich echt bei Blush total eskaliere. Weil die Blushes immer krasser pigmentieren. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Das ist halt wirklich Techno-Pink. Holla, die Waldfee. Aber es ist halt schön, ne? Es lässt sich schön verblenden. Jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht und bin da so intensiv reingegangen. Wobei ich es ja eigentlich auf beiden Seiten gleich haben möchte. Naja, lässt sich halt schön verblenden und theoretisch ja auch durch diese Stick-Geschichte gut dosieren. Wenn du es halt nicht direkt mit dem Stick aufs Gesicht aufträgst, da könnte die Party dann etwas mehr abgehen. Und in dem Fall ja die Techno-Party. Vor allem kann ich gut mit Worten umgehen, weswegen ich jetzt ja auch schon mein drittes und im Prinzip auch schon mein viertes Buch im Pelletier Verlag rausgebracht habe. Die sind jetzt auch auf Lager, also werden direkt versendet, wenn ihr bestellt. Vergangene Verse ist ein Buch, wo ich einfach sehr viele Gedichte aus meiner Jugendzeit reingebracht habe. Die habe ich nämlich wiedergefunden und dann habe ich zu Danny gesagt, komm, wir machen mal daraus ein Buch. Und meine Gedanken, das ist dann quasi euer persönliches 5-Minuten-Tagebuch, wo ihr euch dann jeden Tag, wenn ihr Zeit und Lust habt, mit beschäftigen könnt. Da sind nämlich auch schon die Seiten vorbefüllt, ne, sodass ihr da nur noch eure Gedanken eintragen könnt. Und ja, genau, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den Pelletier Verlag verlinkt. Und genug Eigenwerbung für heute. Wir machen jetzt weiter. Und zwar finde ich meine Base sehr, sehr schön bislang, aber da kommt noch allerhand drüber. Zum Beispiel hier von Catrice das Invisible Matte Loose Powder. Das ist... Man muss ein bisschen aufpassen, das kann nämlich, wenn man zu viel davon verwendet, etwas austrocknend sein. Und da ich das etwas falsch lager, sammelt sich das alles im Deckel, das ist immer etwas unpraktisch. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Jacomob und mache da ein bisschen Puder dran, ne? Arbeite das in meiner Handinnenfläche ein und dann gehe ich damit einmal um meine Augen drumherum, dass da auch alles schön gesettet ist und nichts in die Fältchen reinkriecht. Übers ganze Gesicht wäre mir das wahrscheinlich einfach... Ey... Und so funktioniert es halt wirklich gut. Ne? Übers ganze Gesicht wäre mir das wahrscheinlich ein bisschen zu matt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist sehr, sehr fein gemahlen. Also eigentlich auch sehr freundlich. Aber es mattiert halt wirklich ab. Ne? Und ich persönlich mag es halt lieber, wenn es ein bisschen glowy ist. Denn mit dem Fokus geht mir auf den Sack. Aber da haben wir auch gleich andere Produkte, die den Glow dann halt auch wieder ins Gesicht zurückholen können. Naja, das ist auf jeden Fall einmal das Loose Powder. Ich persönlich finde es halt für um die Augen herum ganz schön und auch um partiell halt es aufzutragen. Aber wie gesagt, ganzes Gesicht muss man mal schauen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass die jetzt auch mit dem letzten Update diesen Soft Glam Filter rausgebracht haben. Das ist dieses Puder. Da haben wir verschiedene Farben drin, was ich persönlich ja immer feiere, weil ich bin ja halt auch jemand, ich verwende gerne farbige Puder. Also quasi so grün habe ich auch schon welche leer gemacht von dieser Hi-Irgendwas-Reihe. Mochte ich sehr gern. Und dann nehme ich mir jetzt einen großen Fluffel. Das ist jetzt aus der Catrice mit Maxim-Reihe. Und arbeite das einfach komplett über mein Gesicht. Und das mattiert im ersten Moment leicht ab, weil es halt settet. Ne? Es fixiert halt auch irgendwie das Make-up darunter. Aber es lässt auf jeden Fall noch den Glow durch. Und das finde ich sehr angenehm. Das ist sehr leicht auf der Haut. Und auf jeden Fall eins meiner absoluten Empfehlungen. Ne? Trotzdem kommt hier aber auf jeden Fall noch der Glow von dem Primer ein bisschen durch. Den Blush sehen wir auf jeden Fall auch noch. Und auch Contour und Bronzer scheinen leicht durch. Ne? Ich möchte das Ganze aber ein bisschen verstärken. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, denn das hier habe ich bei Douglas gefunden. Ich habe es aber sonst nirgendwo anders gesehen. Das ist ein Bronzer von Catrice, der als neu gekennzeichnet war mit 17,8 Gramm. Maxi Bronzing Powder. Ich weiß nicht, wo die das gefunden haben. In der Farbe 010 Light Bronze mit Vitamin E. Ja, ich keine Ahnung, wo das wegkommt. Ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Mal gucken. Ich denke, dass wir Freunde werden, denn die Farbe hat mir im Fännchen schon gut gefallen. Und jetzt auf dem Gesicht, das ist auch wirklich leicht. Also, keine Ahnung. Oder ist das so ein geheimes Produkt, was jetzt demnächst dann auch noch mit ins Standardsortiment kommt und keiner hat es bisher herausgefunden? Oder das ist ein Asbach-uraltes Produkt, was die irgendwo im Keller gefunden haben? Keine Ahnung. Schreibt mir das gerne, falls ihr das irgendwo schon mal gesehen habt. Ich war auf jeden Fall überrascht und ich finde, dass der sehr, sehr schön aussieht. Ne? Jetzt für Medium Skin Tones wäre es definitiv zu hell. Aber für meinen sehr, sehr hellen Hautton, ich bin ja wirklich fair, Porcelain, Alabaster, Wandfarbe. Ne? Und das ist tatsächlich vollkommen wunderschön. Also das könnte
mit einer meiner Lieblingsbronzer werden. Man sieht es leicht, so ein Hauch von, als wäre das natürlich, ne? Dann habe ich hier diesen Cheek Lover. Ich mag ja nicht so super gerne diese Glow Blushes, die Catrice hat. Die habe ich alle aussortiert. Aber den hier in der Farbe 010 Dahlia Blossom, ich hoffe, dass es den auch noch im Standardsortiment gibt, finde ich eigentlich schön. Ne? Der ist auch mit ein bisschen Glow dabei, aber ist nicht so super intensiv wie bei den anderen, wo das halt komplett alles glowy-powy ist. Auch hier nehme ich mir diesen Pinsel und trage mir den einfach mal auf. Und da sehen wir auch, wie gesagt, dass da halt Glow drin ist. Aber wir haben hier auch einen schönen Ton. Also ich mag diesen Blush eigentlich schon. Und wenn man den aufbaut. Also der kann auch richtig knallen, wenn man möchte. Aber ich will es nicht allzu sehr übertreiben. Aber der ist schön. Highlighter. Auf jeden Fall eine Kategorie, bei der man sich eigentlich auf Catrice verlassen kann. Da haben wir den Glow Lights Highlighter. Okay, der neue, der jetzt rausgekommen ist, war mir tatsächlich zu holographisch. Ich hatte ihn auch da. Ich habe ihn gar nicht erst geswatcht oder so. Ich habe ihn direkt einfach quasi in meine Verlosungskiste gegeben, weil ich habe einfach schon direkt gesehen, das wird nichts mit uns beiden. Ja, hier habe ich jetzt einen Highlighter-Pinsel. Der ist relativ subtil. Aber ich finde ihn sehr, sehr schön. Also das ist ein Highlighter, der einen Erwachsenen-Glow halt so verleiht. Ne? Ich mag ihn und ja, kann ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist halt kein Kabam-Highlighter, wie wir das ja sonst bei Catrice auch immer wieder gesehen haben. Die haben sich einfach den Wünschen der Konsumenten angepasst. Weil mittlerweile ist es ja nicht mehr dieses Bam in your face von dem Highlighter her. Und deswegen ja, sind die einfach subtiler unterwegs. Was ich persönlich jetzt eigentlich ganz gut finde. Ne? Genau. Machen wir weiter mit den Augenbrauen. Ich habe jetzt auch diesen neuen Augenbrauenstift hier, den könnten wir jetzt auch einfach mal verwenden, wa? All-in-One Brow Perfector in der Farbe Blond. Also ich bin immer froh, wenn Firmen auch ein Blond mit rausbringen, was auch wirklich blond ist und was nicht nur so tut, als wäre es blond, weil ich bin blond. Und wenn das bei mir halt aussieht, als wäre das irgendwie Durchfall, dann ist es offensichtlich nicht richtig, ne? Also klar, blond und blond ist ja auch immer irgendwie unterschiedlich, aber das hier ist halt wirklich für natürliche Blondinen geeignet. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Das Einzige, was hier ist, du hast hier einen riesen Oschi-Applikator, was jetzt aber auch gar nicht so schlimm ist, weil hier habe ich mal den Catrice Limited Ultra Precise Brow Pencil. Der ist hier innerhalb von einer Woche leer. Gut, der hat eine wundervoll schmale Spitze, aber das geht dir so schnell leer, da kannst du gar nicht hinterherkommen, ne? Das heißt, es macht schon Sinn, dass man hier jetzt auch mal sagt, okay, das Produkt gefällt den Konsumenten offensichtlich, aber diese dünnen Spitzen brauchen sich zu schnell auf. Dann machen wir das Ganze halt in eine dicke Spitze und dann machen wir als kleines Add-on nochmal so ein Puder mit dabei. Ist irgendwie ganz nice, ne? So, jetzt mache ich mir den erstmal drauf und genau. Also man braucht echt nicht viel da rummalen. Du hast relativ schnell das Produkt auf der Augenbraue drauf. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu sehr eskaliert. Auch das ist mir schon passiert. Da hatte ich auch immer so ein Blockding hier, weil ich das einfach so... Ich weiß nicht, es hat einfach Spaß gemacht, damit was zu machen. Und ja, übertreiben wir nicht, ne? Denn ich habe ja beschlossen, 2024, dass ich meine Augenbrauen halt wirklich so natürlich wie möglich gestalte, weil das einfach viel besser auch zu mir passt. Weil was soll ich mir da jetzt irgendwie groß... Hier ist der Fokus bitte. Insta-Brows oder so machen, das ist nicht meine Welt. Ich mache das halt einfach leicht betont und dann fühle ich mich damit halt auch einfach wohl. Welches Produkt aus dem neuen Catrice-Sortiment interessiert euch eigentlich am meisten? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich war ja am meisten auch interessiert von diesen Duochrome-Geschichten. Da habe ich jetzt auch gleich zwei hier, die ich verwenden möchte. Und bin da auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann funktionieren wird. Vor allem dann auch in Kombination mit dem kompletten Look. Absolutes liebe ich Produkt ist übrigens dieser Super Glue von Catrice, der tackert euch die Augenbrauen fest. Ich persönlich komme damit auch sehr, sehr gut zurecht, wie man ja offensichtlich sieht, da ist schon einiges von aufgebraucht. Man muss halt recht schnell damit arbeiten und man muss bereit sein, dass man dann halt auch wirklich Beton-Augenbrauen hat, weil das macht dieses Produkt. Aber ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich muss jetzt die ganze Zeit mit Hand hochfilmen, bis die Kamera auf die Idee kommt, meine Hand zu fokussieren. Danke. Also so wie mein Gesicht jetzt aussieht, gefällt mir das wirklich gut. Ich habe die Frische mit dem Blush, leichten Bronzer, leicht definierte Augenbrauen. Also das ist wirklich auch, also ich mag es vom Ergebnis her jetzt schon. Ne? Jetzt kommen wir zu den Augen, ganz offensichtlich, ihr seid nah dran. Und da starten wir mit dieser Safari Fever Eyeshadow Palette. Die habe ich jetzt auch schon bei anderen viel gesehen. Ich glaube, dass es einfach auch eine gefällige Eyeshadow Palette sein kann, weil sie halt auch viele... Alltagstöne enthält. Ne? Klar, das Orange ist ein bisschen krasser unterwegs, aber ansonsten haben wir hier auch so Brauntöne mit dabei. Kaktus als dieser Schimmer-Grünton, den muss ich einmal kurz mir angucken. Ist nicht so grün. Ja, also hätte mehr grün sein dürfen auf dem Finger. Ne? Sieht dann doch eher gräulich aus. Okay, aber da werden wir gleich eh noch ein bisschen was aufpeppen. Hiermit mache ich jetzt quasi so eine Basis auf meine Augen drauf.
Okay, wir haben auch keinen Spiegel mit drin. Ich starte mit dem Ton Delight. Das ist dieser Ton hier unten. Einfach so ein knochenfarbener Ton, den ich jetzt hier auf meine Lieder gebe, um so ein bisschen eine Basis zu schaffen. Dann nehme ich mir den Ton Savannah. Das ist ein recht heller, warmer Braunton. Und den setze ich mir in meine Lidfalte. Ja, im Fändchen sieht der fast schon ocker aus, aber ich finde, auf dem Auge kommt der ganz gut raus. Also den mag ich. Das ist, glaube ich, ein Ton, den man auch wirklich in vielen Looks sehen wird, weil das auch so ein klassischer Verblendeton ist, ein klassischer Lidfaltenton, ne? Täusche ich mich oder ist da wirklich auch irgendwie ein leichter Grünstich mit drin? Was ich jetzt nicht schlimm finde, weil in der Palette wird es ja auch passen, ne? Aber ich finde den Ton eigentlich soweit so gut, ist solide. Lassen wir das Ganze etwas erdiger werden, etwas dunkler außen und dafür verwende ich hier den Ton Earth. Habe ich jetzt zweimal leicht reingedippt und den setze ich mir hier außen ein bisschen hin und so ungefähr bis zur Hälfte der Lidfalte, so ungefähr. Ne, dann hat man da einfach nochmal etwas einen Schatten und damit kann ich dann mein Schlupflid auch ein ganz kleines bisschen kaschieren. Die beiden Töne vertragen sich eigentlich ganz gut, passen auch ganz gut zusammen. Ja, darauf jetzt im Prinzip einen dieser Schimmertöne, die in der Palette drin sind und dann hat man seinen Look ja eigentlich schon fertig. Ich möchte aber, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen fancy werden. Das heißt, ich werde jetzt mir diesen Deep Matte Liquid Eyeshadow nehmen. Das ist dieses wunderschöne Limettengrün und den möchte ich mir jetzt quasi, 040 Limelight, als Cut Crease auftragen. Ich bin so gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe eine Idee in meinem Kopf. Mal schauen, wie die sich umsetzen lässt. Also einfach ganz entspannt, und das ist so aufregend, weil der matt ist, ne? Einfach so auf mein bewegliches Lid. Das sieht auf jeden Fall, also ich finde, das passt gut zusammen. Dann nehme ich mir so einen Smudger-Pinsel und arbeite den damit dann auch ein bisschen ein, verteile mir den dann auch und mache die Kanten dann auch so, wie ich sie haben will. Und der darf gerne auch noch etwas feucht bleiben, denn der ersetzt auch ein Stück weit gleich mein Glitterglue. Das ist dann so meine Basis. Vielleicht hat Catrice sich das sogar auch ein Stück weit so überlegt. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich hier diese beiden Space Glam Dinger. Ich glaube, das kann jetzt richtig geil werden. Dann nehme ich mir den 030 Galaxy Lights Ton. Das ist dieser hier. Gehe ich jetzt mit meinem Finger einfach rein und habe derbe was auf dem Finger. Okay. Und ich glaube, dass das hier ganz gut ist, weil ich hier ja schon so eine Basis dann hier mit dem Lidschatten geschaffen habe. Mal gucken. Und dann trage ich mir den nämlich da oben drüber. Oi, das funktioniert gut. Vor allem, ich merke das ja, wenn ich das so tape, dass es auch wirklich dann trocknet, ne? Also, dass ich damit dann ja auch den Flüssig-Lidschatten sette und gleichzeitig dann ja auch den Lidschatten fixiere. Ihr wisst, ich bin jetzt kein ultimativer Mono-Fan, aber ich glaube, dass diese Space Glam-Viecher eine ganz gute Geschichte sind, um einfach für euch mal auszuprobieren, ob ihr überhaupt sowas mögt, ne? Hier habe ich jetzt die Farbe 010 Moonlight Glow. Und der darf jetzt im Innenwinkel und im inneren Drittel vor sich hin strahlen. Super weiche Textur, also das ist echt krass, ne? Und der knallt. Ja, und da passiert halt auch jetzt genau das, was ich haben wollte. Nämlich hier im inneren Drittel nimmt der auch ein Stück weit diesen Untergrund an und wird dann auch so grünlich. Und dann passt das natürlich hammermäßig. Und dann mit einem feinen Pinsel in den Innenwinkel und da sieht man dann jetzt auch diesen farblichen Unterschied, ne? Ist schon cool. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Fallout oder sonst irgendwas. Ich habe ein super angenehmes Gefühl auf meinem Augenlid. Das ist nice. So, möchte ich hier noch ein bisschen mehr am Übergang machen? Ja, da hätte ich im Angebot Quicksand. Das ist dieser Ton hier. Oder halt unser Kaktus. Ich glaube, ich versuche es mit Treibsand, mit Quicksand. Also das fühlt sich fast schon an wie diese Ledertexturen, die man bei Natasha Denona oder so hat. Der ist so kupfermäßig. Den setze ich mir dann hier außen so als Übergangsschimmerton zwischen dem Grün und dem, ja, was ich halt auch als matte Töne habe, ne? So einmal drüber. Und der ist schon intensiver, als ich gedacht habe. Also die Palette an sich, diese Earth-Palette, ist auch wirklich eine schöne Sache, ne? Das muss man halt auch wirklich dazu sagen. Ich schaue mal, ob ich hier die Übergänge etwas schöner verblendet bekomme. Das funktioniert. Das gefällt mir richtig gut und ich mag einfach dieses, ja, grünbraune. Das ist halt schon voll mein Vibe, ne? Das ging auch recht zügig. Also,
Ich bin gerade begeistert. Also das ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Ihr könnt aber natürlich auch jede andere braune Lidschattenpalette verwenden, die ihr zu Hause habt, ne? Und dann entsprechend mit diesen Space Glam Viechern und dem hier einfach mal kombinieren, um zu gucken, ob ihr halt diesen grün-braunen Look mögt. Ich persönlich feiere es halt tierisch, weil es auch zu meinen Augen so gut passt, ne? Also das ist eine absolute Entdeckung von meiner Warte aus. Du hast hier eine krasse Party auf den Augenlidern. Kein Fallout oder sonst irgendwas. Ich bin gespannt auf die Haltbarkeit, aber so wie ich das gehört habe, soll das alles auch ganz gut halten und mir gefällt es halt tierisch. Ne? Jetzt habe ich ein Produkt, das ist glaube ich gar nicht mehr im Sortiment von Catrice drin, der Calligraph Ultra Slim Eyeshadow Pen. Ich glaube, es gibt nur noch diesen Calligraph Pro. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch malt. Wir müssen mal gucken, denn ich finde, ein Eyeliner macht immer noch so einiges mit den Augen. Also das ist einfach, ich mag es halt, weil dadurch werden die Augen bei mir immer ein bisschen mehr betont und ich mag es einfach, betonte Augen zu haben, offensichtlich. Jetzt verwende ich ein Fixing Spray, da muss man ein bisschen mit aufpassen, weil das spuckt ein bisschen. Einige von euch haben das auch sogar schon umgefüllt. Das ist von Catrice, das Ultra Last Hoch 2 Fixing Spray. Wie gesagt, ne, das ist vom Sprühkopf her nicht so genial. Ich sprühe es dann meistens zweimal eben kurz zur Seite und hoffe, dass der Mieder gerade nicht liegt. Nee, der liegt da vorne. Und dann mit guter Entfernung. Oh, das spuckt echt. Aber es ist gut, denn es macht wirklich, dass das Make-up länger hält. Und dann tapere ich mir das so ein bisschen mit dem Schwämmchen ein. Du kannst dir das auch einfach direkt aus Schwämmchen geben. Aber ja, das Produkt ist gut, aber der Sprühkopf ist einfach furchtbar. Jetzt kann ich sie euch endlich mal in diesem Fullface-Video auch richtig zeigen. Hier habe ich von Catrice nämlich die Wimpernzange, die bekommt ihr bei Cosmetic for Less und die hat diese Zacken drin. Fantastisch. Also du hast damit nicht mehr so das Ding, dass die, dass du dir vielleicht so in die Augen reinkneifst oder sonst irgendwas. Und ich finde, also die gibt mir aktuell oder so an dem, was ich bislang getestet habe von Wimpernzangen her, ne, die größte Sicherheit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da mich mit verletzen könnte oder sonst irgendwie. Das ist ein Produkt, was easy in der Handhabung ist und die hält wirklich lange. Ich müsste nur mal ein neues Bürstchen oder Gummi da unten mir mal kaufen. Also die Wimpern sind gebogen und dann schauen wir uns mal eine Mascara an, die jetzt auch neu ins Sortiment eingezogen ist. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist die Fake It Mascara und die ist wirklich gut. Ich mag den Effekt, den sie macht. Sie macht nämlich einen sehr, sehr intensiven Effekt. Volume and Folds Lash Mascara. Lässt sich okay abschminken. Also da muss man schon manchmal, weil 24 Stunden Long Lasting, ne, muss man vielleicht sogar Triple Cleansing machen oder halt einfach den Reinigungsbalsam, den man sich drauf macht, einfach mal eine Minute einwirken lassen. Mit geschlossenen Augen irgendwo rumstehen, ist auch manchmal ganz witzig. Hier haben wir ein erdnussförmiges Bürstchen, das schaut so aus. Und dann mache ich die mal auf die Wimpern drauf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich finde, dass diese Fake It Mascara und auch diese neue L'Oreal Panorama Mascara wirklich aktuell die geilen neuen Mascaras in der Drogerie sind, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Und ich mag sie sehr gerne. Nicht jeder mag dieses super intensive. Ich stehe da halt tierisch drauf, ne? Ich mag es halt, meine Wimpern ordentlich betont zu haben. Und ich finde, es passt halt auch echt gut zu so einem Look. Dann sind jetzt die Lippen am Start. Und da habe ich einmal den Plumping Lip Liner in der Farbe 020 What a Doll. Das ist einfach so ein ganz normaler Nude-Ton mit einem leicht rosa Unterton, was bei meinen Lippen eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und dazu kann ich eigentlich sogar fast schon jede andere Lippenfarbe tragen. Das ist so ein kleines, ja, Helferlein bei mir. Und Catrice hat es ja wirklich irgendwie auch mit ihren Plumping-Sachen, ne? Also, dass du nicht nur diese Plumping Lippengeschichten, also ne, Lippenfarben hast, sondern auch die Lipliner sind jetzt schon mit Menthol unterwegs. Auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe, die ich tatsächlich auch auf der kompletten Lippe so tragen könnte und dann wäre da der Look fertig. Es wird sogar richtig gut auch passen. Aber ich habe jetzt hier noch ein Liquid Lip Balm Marble Licious ist das. In der Farbe 050 Strawless Flawless. Ich finde den eigentlich ganz süß, aber der ist, ich glaube, etwas stärker pigmentiert, als man sich das so denken würde. Und der hat auch so leicht bläuliche Schimmerpigmente mit drin. Okay, das wird jetzt bunt. Aber ich finde es ganz hübsch. Ich finde, das passt auch vom Glowiness-Status her. Mir gefällt mein Look auf jeden Fall. Und ich finde, also das zeigt halt auch mal wieder, Drogerie kann's, ne? Also du musst nicht immer dir die teuren Produkte kaufen. Drogerie bietet uns die ein oder andere Alternative, um einfach mal uns an Texturen
so ranzuwagen oder an Farben ranzuwagen, um was auszuprobieren. Und wenn man sich dann vielleicht mal zwischendrin was gönnen möchte, dann macht man das. Ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ich fühle mich mit diesem Fullface sehr, sehr wohl und werde damit auch gleich auf den Mädelsabend gehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches euer liebstes Lieblingsprodukt von Catrice ist, welches ihr am meisten feiert und der Community am meisten empfehlen könnt. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten findet ihr alle Produkte, die ich in diesem Gesicht trage, unten in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal vorbei und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!